Schminke. Hallo meine Lieben, und heute mache ich für euch ein Schminktutorial. Ja, aber ich habe leider noch keine Handtücher und die Produkte. Es tut mir leid, die habe ich in einem Schminkkoffer. Da, und ja, die, wie ich schon auf Snapchat gepostet habe letzte Woche, da habe ich einen bekommen. Und ja, das Problem ist halt, ich weiß nicht, woher die Dinger sind. Steht halt hinten drauf, Rouge Brie Conti GmbH. Ich kann nur sagen, was hinten drauf steht. Es steht ja wirklich nicht mehr drauf hinten. Also dann fange ich jetzt mal an. Ein wirklich hübsches Make-up. So, dann fangen wir auch gleich an. Mit Silber. Mit Silber, Schwarz. Also das hier oben ist eher die dunkle Silber. Das ist eher die helle und dann noch so ein Weiß. Und dazu noch so einen kleinen Lidschattenpinsel. Von, keine Ahnung, nochmal gucken. Lidschatten. Achso, ja, stimmt. Steht ja auf dem Ding drauf. Vom Brie Conti GmbH. Ja, also. Jetzt kommt der Rouge. Dann nehmen wir eher einen so etwas sättigeren, den Rouge. So einen eher so hellbraun. Das sieht man jetzt hier. Der schaut aus wie so rosa. Aber es ist so wirklich hellbraun. Wo es ist. So, wirklich. Das ist halt in der Kamera jetzt echt schlecht. Ja, und dann noch so einen süßen kleinen Pinsel. Für, da guck mal, könnt ihr noch in den ganzen Schminkkasten sehen. So einen süßen kleinen Pinsel. Da gibt es nämlich auch noch sowas da. Bloß so ein Papier, so ein Stamm. Kannst du dann hier in den Rouge reintun und diesen kleinen Pinsel. Und das kannst du dann zuklappen und mitnehmen. Also, und das sind die Sachen, die ich jetzt für dieses Tutorial brauche. Also ein 2-in-1 Tutorial heute. Weil es dann auch noch ein zweites gibt. Also als erstes tragt ihr den Rouge. Ist irgendwie schwer mit einer Hand zu filmen, mit der anderen Hand. Da einzutauchen, tauche ich einfach mal so ein. Und ihr müsst ja nicht sehen, wie man in so ein Ding da eintaucht, weil das könnt ihr ja wahrscheinlich schon, hoffe ich. Jetzt ist es auf dem Pinsel. Schminkst du mein Spiegel an? Ja. Und das macht jetzt nochmal eintauchen. Also nicht eintauchen, halt ein bisschen drüber rein, dass man halt ein bisschen Ding auf dem Pinsel hat. Ist ja jetzt egal. Also, los geht's. So macht man das. Ja. So, und jetzt kommen wir auch schon zu dem Lidschatten. Ja, süße kleine Lidschatten. Also ich werde heute mal weiß nehmen. Und ja, dann auch gleich mal anfangen. Ta-da-ta-ta. So. Und das gleich macht jetzt auch bei der anderen Seite. Ja, dann sind wir eigentlich schon mal mit dem ersten Schminktutorial fertig. Aber ja. Und ja. Boah, Leute, sorry wirklich. Ich rede da jetzt gerade, aber. Also, und jetzt gucken. Geht's schon zum zweiten. Ja. Für dieses Video habe ich den Rouge einen pinken halt gerade. Der sieht so aus, so einen rosanen Rouge. So, wenn man den so in die Sonne hält. Ja, und ich zeige euch jetzt auch gleich den Lidschatten. Und da ist wieder der süße kleine Pinsel. Und jetzt nehme ich so eine Palette, so eine mit weiß, so schön bräunlich, ja. so goldgrau. Ja. Cool, ich mein dann noch einen grünen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es einen und auf Instagram sehr, oder Twitter sehr hellgelb. Das sieht man fast gar nicht, dass das so gelb ist. So, und ich nehme. Welchen nehme ich denn? Ich nehme den da, diesen da, diesen goldbraunen. Diesen goldgrauen. Goldgrau. Und hier ist auch wieder mein süßer kleiner Lidschattenpinsel. Und so sehen die Sachen jetzt zusammen aus. Und jetzt
Zuerst fange ich mal wieder mit dem hier an. Sorry, jetzt ich benutze ihn jetzt wieder, aber das müsst ihr ja nicht. Ihr wisst ja, wie man da mit dem Pinsel rein. Okay, sorry. So. Sehr schön. Und hier noch. Ja, und jetzt kommen wir schon zum Lidschatten. Das ging jetzt aber schnell. Und dann zeige ich euch nun eine super schöne, lockere Frisur. Was eigentlich nicht zu dem Video dazu gehört. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse mich nicht einfach. Ich hole jetzt einfach damit. So, und jetzt kommt der Lidschatten. Und jetzt mache ich die andere Seite. So, und jetzt kommt die Frisur. So, also ihr kämmt eure Haare erstmal ganz, ganz gut durch. Ich mache es jetzt, weil ich mir die Haare noch nicht sehr wirklich gut gekämmt habe. Also ja. Ja, ich war jetzt oben im Zimmer, dann habe ich mir die Haare gekämmt. Und jetzt macht ihr euch wirklich einen einfachen Pferdeschwanz, ganz normal, mehr nicht. Dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Dann, da hinten, hier, da, so, so, hier, da drin. Sorry Leute, aber da bricht es die ganze Zeit ab, wenn ich vom Knopf aus das immer runterkomme, dann macht es doch immer so. Ich wurde ja am Lidschatten sagen, habe ich nur Lidsch gesagt, ich wurde ja Schatten sagen, sorry.